Jo, Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start und kommt zu einer neuen Folge auf der YouTuber-Insel, meine Freunde. Wir befinden uns gerade hier in unserer Eisenfarm. Avive ist wieder ein bisschen losgegangen. Ich muss den später wieder zurückholen. Deswegen bleibe ich erstmal auf der Farm-Insel, meine Freunde. Ihr könnt schon mal ein Like und ein Abo da lassen. Wir gehen mal hier ganz kurz hoch, weil ich, Leute, muss meinen Bambus wieder ein bisschen einstellen. Außerdem haben wir hier unsere ganze Lava-Farm. Ich muss natürlich hier meinen Alltag auch ein bisschen bestreiten hier. Ich zeige euch gerade ein bisschen, was ich jeden Tag so mache. Und das ist hier ganz normal mit den Lava-Eimern, die immer auffüllen und dann wieder in die Öfen reintun, Leute. Weil ich muss das Ganze ja irgendwie machen. Wir tun das mal hier kurz wieder rein. Oh ne, sorry, das kommt hier rein. Hier machen wir 1, 2 rein. Hier sind genug drin, hier sind auch genug drin. Hier sind alle genug drin, Freunde. Und dann gehen wir mal kurz hier rüber. Wir gucken hier. Guck mal, hier sind nicht mehr so viele drin, Leute. Die Lava-Dinger wurden alle schon... Oh, guck mal, hier brennt ja immer noch Stein, Freunde. Seht ihr? Und das ist, was ich meine. Hier müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Hier haben wir wieder 5 Eimer voll. So, wir gucken mal ganz kurz. Okay, da ist kein Eimer drin, da ist kein Eimer drin, da ist kein Eimer drin. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Aber hier sind gut was für Items drin, ne? Also da können wir jetzt wieder ein bisschen was. Hier ist ein Eimer drin. Die Kopfbauer müssen wir noch später auch ein bisschen aufstellen. Also das, was ich den ganzen Tag so mache, Freunde, ja? Also, was heißt den ganzen Tag? Aber so mäßig, was ich am Tag verteilt mache. Okay, so, dann tun wir die nochmal in die letzte Kiste rein. Und Avive ist gerade unterwegs, wie gesagt. Dann muss ich natürlich gleich hier erstmal ihn wieder zurückholen. Anders geht's leider nicht, Freunde. So, wir machen hier wieder rein. So, 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 so. Was haben wir hier? Köder 2, Leute. Brauche ich gerade nicht. Machen wir kurz wieder weg. Oh, den einen Eimer habe ich wieder vergessen. So, Freunde, guck mal, so läuft das. Wir haben noch ein paar Stacks hier übrig zum Brutzeln. Deswegen mache ich das direkt hier rein, Freunde. Und ja, oh, Flauschi, was geht? Was geht bei dir? Ich habe da vorne gerade eine neue Farm gesehen. Welche? Ah, da hinten, die meinst mit du bestimmt. Mit so Blättern Bambus. Ja, ja, meine Bambusfarm, Bambusfarm. Oh, wow. Die ist aber, die ist auf chilliger Basis gemacht. Wir haben einfach zu viel Holz jetzt. Die sieht voll riesig aus irgendwie. Ja, geht, oder? Findest du die groß? Oh, komm, komm, ja, wir mal. Schon. Wir gucken mal. Komm mal hier, rechte Seite, oder wie man sieht hier. Rechte. Also eigentlich ja. Ist eigentlich relativ simpel gemacht. So, warte mal, ist das komplett automatisch? Ja, ja, hier, warte. Oh, danke. Siehst du? Hä, wie krass ist das? Ja, das läuft ganz gut. Unten sind Minecarts halt, ne? Das fliegt ja einfach durch die Gegend. Ja, es fliegt immer hin und zurück. Und das Obsidian ist auf beiden Seiten, das stoppt das. Und wegen dem Observer hier geht das dann wieder zurück. Das aktiviert dann wieder alles neu. Oha, voll schlau. Warte, ne? Jetzt, man sieht doch, wie das abgebaut wird. Ja, das ist ja richtig krass. Ja, das ist halt, und wie viel kommt da so raus? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache 10.000 Bambus die Stunde. Wow, hier ist auch alles voll mit Bambus. Ja, ja, bis nach oben hin. Oh mein Gott, hier ist ja alles voll. Ja, ja, bis hier oben hin. Ich sag dir ehrlich, guck mal hier. Die ersten Kisten auch. Oha, wer braucht denn so viel Bambus? Ja, keine Ahnung. Ja, wenn du mal Kisten brauchst oder so. Wenn du mal Kisten brauchst, kannst du alles machen. Das müssen wir eigentlich mal leer machen hier. Ja, das Ding ist, guck mal hier. Kisten umräumen. Nein, 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 guck, du machst es so. Guck mich an. Und guck mal in die Kiste rein. Oha! So muss das machen. Du holst das ganze Bambus, dann gehst du auf den Working Table und drückst Bambus ein und machst Bambusblock. Bambus, den kann man auch entrinden, richtig? Ja, ja, dann sieht er anders aus. Sieht aus wie hier. Krass. Dann müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen hier. Das ist echt voll. Ja, das muss schon mal, da mache ich die Tage. Ich warte gerade, Avive ist gerade wieder unterwegs. Ich muss gleich mit dem Enderperlentrick den wieder zurückholen. Oh, hä, was für ein Enderperlentrick? Kennst du nicht? Ich hab so viele neue Sachen, nein. So, ja? Komm mit, dann gehen wir einmal kurz zur Eisenfarm. Das ist, wenn du mal, sagen wir mal, du willst mal irgendwie so ein paar tausend Blöcke weg, weil du was holen willst. Und willst direkt wieder zurückkommen, dann muss nur eine mal hier sein. Warte, ich zeig dir den Trick. Ach, ist das so, ist sie so auf so Wasser und springt die ganze Zeit runter und dann so eine Falltür? Genau. Ah. Ich wusste gar nicht, dass das in der Version noch funktioniert. Doch, doch, das klappt immer noch. Hier, das ist ja weiß sein Ding. Aber nicht draufdrücken, weil sonst wieder zurück. Ja, wow. So, wenn ich da drauf drücke, ist er sofort wieder da. Ja, genau, da holen wir die ganze Zeit mit. Hier, Eisen müssen wir. Habe ich auch letztens erst wieder entleert. Ja, ich sehe, ich habe im Loch die erste Sache schon gebaut. Oh. Jetzt müssen wir uns Sache auf jeden Fall mal angucken. Oh. Aber ich würde sogar am besten sagen, wenn ich Avive zurückhole, gehen wir das direkt zusammen angucken, oder? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Und was wir auch endlich mal machen müssen, ich habe doch mal so 2 Banner gemacht. Ja, Mann, endlich! Mal aussuchen. Ja, ich warte die ganze Zeit auf Avive. Doch, Mann, das können wir dann nachher auch direkt machen. Ja, weil, guck mal, ich habe ja mein Schild die ganze Zeit hier. Also ich habe ein normales Schild halt, weil ich erst warten muss. Ja, ich benutze gar kein Schild, weil, weiß ich nicht. Auch zum Abblocken. Dann mach ich einfach den hier. Ich habe immer den Totem in der anderen Hand. Mach ich zack, zack.
und hab wieder gewechselt. Zack, hab wieder gewechselt. Das geht mir so schnell. Zack, hab gewechselt. Ja gut, dann müssen wir jetzt warten, bis der Olle wiederkommt, oder ja, was? Ja, bis der alte Mann wiederkommt. Oh, Mann, ey, was macht der denn? Ist er bei der Creeper-Farm? Ja. Ach so, okay, ja, dann würde ich sagen, warten wir einmal, ja? Ja, wir warten. Hä? Siehst du das, Lauschi? Oh, sorry, ich habe mal gemutet. Was macht Alphastein schon wieder? Das war's mit Paul Berger Limo. Warte mal. Das haben die Leute mir in die Kommentare geschrieben. Das wurde von der Elina ge... Ach, dieses rosane Ding neben dem Alpha Tower? Ja, das ist die Paul Berger. Ey, wir müssen das... Ey, das geht... Komm, mein Alpha Tower, das reicht. Lass uns denen helfen. Lass uns helfen. Aber warte. Sicher, aber die machen ja noch nicht groß. Die haben jetzt nur irgendwas angezündet. Ja, aber das ist von der Elina. Die hat das doch gebaut. Ja, aber solange die nicht angreifen... Ja, die machen wieder nur Ärger. Guck mal, die gehen ganz auf die Kleinen drauf, erpressen. Das haben die auch bei Lumex und Yami und Kian gemacht. Die wollen, dass sie den dabei joinen. Wenn die nicht dabei joinen, machen die das Leben zur Hölle. Okay, ja. Warte, Mann, das ist so... Es geht nicht anders, es tut mir leid. Sicher? Ja, wir müssen denen helfen, oder? Och, Mann, ich weiß nicht. Aber eigentlich haben wir nichts mit dem am Hut. Da ist der Alpha-Clan, bevor die da wieder Müll machen. Die machen immer Müll. Oh, ich weiß ja nicht. Aber irgendwie müssen wir die mal... Ja, aber die können doch nicht hingehen und die Paulberger Limo jetzt zerstören. Ja, ich weiß auch nicht. Ach, Mann, das ist eine schwierige Entscheidung. Oh, Leute, was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir jetzt da reingehen oder nicht? Ah... Okay, lass uns mal ganz kurz besprechen. Also, pass auf. Okay, ja. Der Alpha-Clan macht die ganze Zeit Terror und Ärger. Sorry. Kein Problem. Der Alpha-Clan macht die ganze Zeit Terror und Ärger. Ja. Und die gehen auf die Neuen. Ja, und jetzt das gehen stimmt. Die gerade auf die Paulberger Limo, das gebaut wurde von der Osmelina. Ja, weil es auch neben dem Alpha-Tower steht, denke ich. Der Alpha-Tower ist hässlich. Oh. Ja, siehst du, sie schreibt Hilfe. Oh, ja, nein. Es reicht. Hol ihn. Herr Weif! Lukas! Hallo? Wir müssen los. Ich war aber mit der Creeper-Farm 20.000 Blöcke weit weg. Ist nicht schlimm, Digga. Der Alpha-Clan greift schon wieder an. Lies doch mal im Chat. Die greifen die aus dem Elina an, Digga. Die machen die ganze Zeit schon Ärger. Die haben doch auch bei Power Gills Ärger gemacht. Es reicht mir langsam mit Alpha. Ich hab nur gesehen mit der Limo. Ja, aber die schreibt schon Hilfe. Oder was? Ja, sie schreibt Hilfe. Ja, aber wir haben ja nichts mit der zu tun. Sollen wir echt? Ja, aber es reicht mit dem Alpha-Clan. Guck mal, was der bei uns beiden allein schon damals gemacht hat. Wir kriegen dann auch einen guten Ruf, dann sind wir die Beschützer. Ja, sind wir halt eigentlich auch. Also wir stehen ja schon für. Ja, komm, weißt du was? Warte eine Sekunde. Ja, ich pack meine Sachen rein. Kannst du Tränke gerade besorgen? Ich hab zwei Tränke dabei. Ich kann ja von uns werfen. Wir müssen komplett für einen Fight ready sein. Ja, warte, ich hol mir gerade noch einen Stärketrank, Bro. Ich will am Ende nicht verlieren. Flauschi, hast du auch alles? Ich hab ein paar Goldäpfel. Ein paar Goldäpfelchen hab ich dabei. Ich hab meine auch reingepackt. So, ich hab 34. Habt ihr Totems dabei? Schild ja, dabei? Ja, alles. Ich hab kein Schild. Warte. Okay, ich hab mein Schild. Ich brauche eine Axt. Okay, Pickaxe kann erstmal hier bleiben. Bogen, habt ihr Pfeile? Ja. Nee. Okay, ich bin komplett unvorbereitet. Wo ist mein Bogen? Ich brauch Tränke, Bro. Ich geh kurz holen. Ja, geh Tränke holen. Okay, wir müssen uns beeilen. Es wird auch dunkel. Freunde, das reicht. Wir müssen helfen gehen. Das kann doch nicht wahr sein, dass die immer wieder Ärger machen hier bei den armen Leuten. Brauchst du einen Bogen oder was? Ich habe meinen Bogen irgendwie verloren. Ja, ich hab einen Zweitbogen. Nice. Hier. Danke. Hier noch Pfeil. Du brauchst eh nur einen einzigen Pfeil. Okay, sehr gut. Hast du alles? Ja, ich mache meine Schaufel aus dem Inventar. Wie viel hast du? 7 habe ich dabei. Denkst du, das reicht? Hier nochmal 8. Oh, danke. Okay. Okay, bin da. Let's go. Abfahrt. Schuhe ausziehen. Ja. Warte, Flauschi, hier, nimm. Stärketrank. Ja, wichtig. Falls die rummucken, die werden safe uns angreifen, direkt reinknallen. Ja. Okay, Paulberger Hills. Ja. Okay, Leute, es reicht. Es reicht, Alpha Clan! Jetzt gibt es die Rache dafür, dass ihr nur Ärger macht und alles. Und wir werden euch aufhalten, die arme Elina. Leute, ich habe die auch noch gar nicht einmal getroffen, aber es reicht langsam. Die machen hier nur Ärger, die machen nur Stunk. Ja, das einzige Hässliche ist dein komischer Lava-Wassertower da oben. So! Ente! Stopp! Wir kriegen langsam Probleme, Ente! Ey, ihr denkt wirklich, weil ihr Netherite und so habt, ihr könnt hier einfach machen, was ihr wollt, oder? Elena, du musst jetzt Diamanten geben! Ich muss gar nichts, Bro! Hä, weil... Bruder! Warum sollte sie euch die Diamanten... Aua! Zeig, für unser Grundstück! Gar nichts. Du zahlst... Warte mal, Alpha-Stein!
Wenn du hier weiter auf der YouTuber-Insel sein willst, dann musst du jetzt mal Miete bezahlen. Ich will gar nichts machen. Ach ja? Hör zu, du zahlst. Los, Edze, gib dir das Geld. So viel gemacht. Los, Edze, du musst dir bezahlen. Linus, hör auf, den Bund zu sparen. Oha. Warte, Edze. Hä? Mach den Platz. Lauf. Edze, lauf. Steh weg hier. Daher, komm, lass die Klappe. Ja, wir hauen die jetzt weg. Hallo. Leute. So. Wow. Edze, lock dich aus, Edze, lock dich aus im Notfall. Was für Auslocken, hallo. Hörte, es wird gefährlich! Oh, lass ihn klatschen. Ja, hörte, ich schwimm weg, Bro! Hörte, ich schwimm, solange ich kann! Sicherheit. Ja, alles gut, hörte, wir haben... Hörte, aber ab! Verschwinde schnell! So, was geht? Die sind gefährlich, Hörte, verschwinde! Ah. Warte, der Creeper, der ist so hochgehen. Hörte, lock dich aus! Bam! Hörte, du kannst dich auslocken! Bam! Was soll das jetzt? Lass uns den holen, lass uns den holen. Ja, Leute, ihr schafft das! Was willst du aus, Melina? Die Sache gebe! Alpha-Clan ist wohl vorbei! Alpha-Clan legt sie mit dem Wasserkegel an. Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, wie er läuft! Du wirst jetzt sterben! Du wirst jetzt sterben! Wie, hast du keinen Wasserläufer? Hä? Oh. Ey, Leute! Warte, was hast du zu sagen? Warte! Gibst du auf? Ja, was hast du zu sagen? Wir geben auf! Wir lassen heute aus, Melina, in Ruhe! Wirklich. Warte mal, heute? Nochmal, was hast du gesagt? Wir werden ihn in Ruhe lassen, Leute. Ihr ja, geh dich. Entschuldige ich bei ihr. Entschuldige ich bei ihr. Mach ich sofort an, aber mit Ente muss ich mit entschuldigen. Ente! Komm! Da hat sich dein Freund wohl alleine gelassen. Ihr seid der coole Alpha-Clan, wenn dein Kollege dich alleine lässt. Hör, du hast alles! Warte! Komm. Sich ab, Alpha-Clan. Ich will das klären. Ich war einfach so ein bisschen frech. Ich wollte einfach nur zeigen, dass sie nicht machen kann, was sie will. Nein. Du bist ein bisschen frech und wir sind hier, um dir zu zeigen, dass du nicht machen kannst, was du willst. Ja. Ich habe ein Grundstück. Das ist mein Grundstück. Das ist ja dein Grundstück. Okay. Alpha-Clan, wo hast du das Grundstück gekauft? Wo steht, dass es dir gehört? Wo steht, dass sie da bauen darf? Niemand. Jeder kann bauen, wo er möchte. Das gibt's überhaupt nicht. Wo ist das Ente? Ja. Geh mal lieber Ente suchen. Komm wieder. Ende! Der hat selber gemerkt, dass du mit dir nicht... Ja, komm, lass dir davon. Das ist wirklich so ein Versager, klar. Wirklich diese... Alpha-Stein. Ey, das Ding ist, guck mal. Ich weiß, Jelina, du kennst Alpha-Stein noch nicht richtig, aber ich wette Geld darauf, er wird wiederkommen und dich wieder angreifen. Oh, das ist ganz normal bei ihm. Oh Leute, danke schön. Ich kann euch jeden ein Brot geben. Yeah. Oh, ich hatte bitte. Der ist so feige. Guck mal, die gehen immer auf die neuen Leute auf der YouTuber-Insel, die noch nicht mal krasse Rüstung oder die sich nicht mal richtig wehren können gegen die. Gar nichts. Bro, es ist so lost, wirklich. Aber keine Sorge. Komplett Katastrophe. Weg, aber Digga, die ist nicht mehr hier sicher, die Elina. Hast du ein Haus hier oder so? Ja, aber ansonsten habe ich nichts. Ja, der weiß der, wo dein Haus ist? Ich glaube noch nicht. Bisher war er noch nicht da. Ich habe ihm ein Fake-Haus gezeigt. Oh, warte mal. Die würden niemals. Hallo, zicht ab. Bestimmt schon wieder weg. Ey, hallo! Okay, guck mal, wie sie es wieder probieren. Warte, lass ihn nicht weitergehen. Warte doch. Wir wollen uns entschuldigen, okay? Ja, dann mach. Okay. Wir wollen die keinen Ärger mehr machen. Okay, lass Elina mit Alpha-Stein kurz reden. Hallo, Elina. Hi. Bist du da noch einmal? Hast du Stress, okay? Beim nächsten Mal fragst du... Okay, es war ein Prank! Hauen wir die weg? Es war ein Prank, Leute! Verzieht euch jetzt! Okay. Und wenn ihr noch einmal zu Elina oder zu den anderen YouTubern... Elina, es tut mir leid, ich war ein bisschen frech. Wenn ihr noch einmal zu den neuen YouTubern oder zu Elina kommt, die nochmal bedroht, dann werden wir euch jagen. Und hast du ein Boot? Nein. Okay. Ich kann schon schwimmen. Elina, wir sagen auf jeden Fall heute Entschuldigung, okay? Es tut uns leid. Schwimm weg. Geht jetzt einfach weg. Los, verzieht euch. Elina, wir waren heute sehr gemein, aber bau nicht mehr was! Bro, er greift Elina an, wirklich. Verschwinde! Hau ab jetzt! Jetzt ist gefährlich! Sollen wir die jagen und töten? Ja, Mann. Jagen und töten! Ah, okay, er will es weiter versuchen. Hallo! Okay. Hä? Alfi! Oh, der ist ja hier unten. Moinsen! Oh, weg mit dir! Wir können nur zu zweit, ich kann nicht alleine! Ja, mein Freund hat dich wohl alleine gelassen. Moinsen! Hörte, ist schon wieder weg! Hörte, lock dich aus! Wie, ausloggen?
Warte. Die auslockt. Wir sind ein starker Clan. Hört auf, dann hört auf. Verzieht euch jetzt hier. Wenn du einen Bogen schießt. Wir gehen. Zieht euch. Einfach lauf. Schwimm schneller. Ja, ich mach's schon einfach. Alpha-Clan! Zieh grad zurück wie so kleine Mädchen, Junge. Alina, auf! Geht jetzt! Junge, dreht doch jetzt einfach ab, warum macht ihr denn immer weiter, hä? Wir gehen doch! Gleich seid ihr tot und verliert alles, willst du das? Wir gehen doch, ich geh doch, ihr lauft uns hinterher! Ja, dann los. Lina, es wird Nachspiel, nix. Oh, so schlecht. Guck mal, ja, ich mir schon gedacht. Ansagen. Oh, Bro. Oh Gott. Was ein Loser-Clan. Ja, willkommen auf der YouTube-Insel. So ist das hier leider. Oh, war nett. Unsere Base gehen. Die werden immer wieder und wieder und wieder kommen. 100%. Okay, Armin, guckt unten. Warte. So, Statement kurz gesetzt. Oh, jawohl. Geil. Ja, dann sieht's jeder. Korrekt. Ey, lass uns mal kurz in unsere Base, oder? Ja, ins komm. Ins Loch? Ja, ja, lass mal ins Loch runter in die Mitte. Dann komm, ja. Let's go. Ab ins Loch. Leute, haben wir den mal ganz kurz gezeigt. Das reicht mir langsam mit dem Alpha-Clan. Immer greifen die kleinen und armen YouTuber an. Aber diesmal ist es vorbei. Ich hab's euch in der letzten Folge schon gesagt. Wir werden dem Einhalt gebieten. Und ist kein Problem. Wenn der Alpha-Clan kämpfen will, dann kämpfen wir. Und wir machen die platt. So, wir gehen kurz dahin. Leute, habt ihr gesehen, wie wir die... Ich sag euch ehrlich, Leute, es war nicht meine Intention, die zu töten, aber das nächste Mal ist es vorbei. Wir werden die platt machen. So, guckt euch mal an, wie geil das hier aussieht. Guckt euch mal an. Das hat Flauschig schon cool gemacht. Aber ich denke, wir werden daraus wahrscheinlich hier so einen großen Tower bauen. Das ist so der Anfang, den wir gebaut haben. Oh, gucken wir hier. Ich denke mal, Lina wird da, die werden da hinten kommen. So, ich gehe schon mal runter, Freunde. Geronimo! So. Leute, was würdet ihr sagen? Glaubt ihr, der Alpha Clan hat eine Chance gegen uns? Ich glaube nicht, Leute. Ich sag euch ehrlich. So, Amir. Was geht? Du hast das noch gar nicht gesehen, oder? Boah, sieht richtig, sieht nice aus. Danke, danke. Aber ich sag dir ehrlich, haben wir hier, das ist ein gutes Gerüst. Ich glaube, wenn man hier noch so einen riesen Tower draus machen könnte. Ja, das wird cool aussehen, glaube ich. Ja. Also hier jetzt noch so eine Glasschicht vielleicht so ein bisschen, also die Kuppel zumachen und dann da den Tower drauf. Ja. Und dass man hier trotzdem die Eingänge hat. Die hier alle vier Eingänge zu dem Turm. Ja. Oh, das ist nice. Oh, herzlich willkommen. Hallihallo. Ich glaube, sie ist noch gemutet. Ich glaube auch. Oh ja. Schön. Ist gut hier, ne? Ja, richtig schick. Aber wir haben noch einiges vor. Wir müssen ja alles trockenlegen noch. Hat Flauschi gebaut. Oh, deswegen hast du ja auch den ganzen Sand. Ja. Oh, die Paulberger Limo. Ich habe hier ein bisschen was ausgeliehen. Oh, ja, kein Problem. Aber wo ist jetzt der? Der ist wahrscheinlich... Wo ist der? Ja. Hat er sich verfahren? Er wollte noch mal gucken. Ach so. Alpha-Clan, ob die uns verfolgen. Oh, gute Idee, warte mal. Warte, kann ich mal so doof. Zu gucken, ob kannst du so Alpha-Clan irgendwo ist. Ja. Okay, Leute, die sind wieder unten. Wir gehen auch wieder runter, Freunde. Richtig geil. Sieht krass aus, ne? Ja, was geht? Bro, ich hab die gerade noch mal gesehen. Die haben wieder irgendwas besprochen. Ich habe nur den Namen von Elina gehört. Bin dann dahin, hab denen eine Ansage gedrückt, dass sie jetzt hier bei uns in der Base, wenn die irgendwas machen, Bro, dann löschen wir die aus. Mir egal. Ja. Dann geht's los. Dann jeder hat 10 Tränke dabei und dann geht's ab. Weißt du, was die Antwort von Alpha Stern war? Hm. Geht in ein Ohr raus, ins andere, in eins rein, ins andere wieder raus. Ja. Der hat keine Ohren, der ist ein Stein. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, dann kloppen wir dem ein Ohr rein und dann geht's andere Ohr auch wieder reinkloppen. Ja, würde ich auch sagen. Da habe ich kein Problem mit. Da warte ich auch die ganze Zeit drauf. Das ist gut. So, Alpha Clan in History. Also, Elina, was wir halt anbieten können, glaube ich, dass du erstmal hier irgendwie bei uns unterkommst. Was? Gerade wenigstens für den Anfang, dass du irgendwie dir mal Rüstung. Wir können dir sogar eigentlich auch helfen, ein bisschen mit Rüstung oder so, oder? Ja, safe. Auf jeden Fall. Kein Problem. Weil jetzt gerade, also mit der Rüstung,
die haben halt, die kleppen dich halt weg, ne? Die warten dann, bis wir nicht mehr on sind und dann zerstören die deine Sachen oder keine Ahnung was. Ich glaube, das ist ja auch nicht so cool. Ja, das stimmt. Das Problem ist, wir haben halt noch keine Stadt, also wir haben noch nicht mal selber ein Haus hier, deswegen oder so. Naja. Aber ey, sie kann so lange auf meiner Farminsel auch noch mitchillen. Stimmt, wir haben noch eine Farminsel, können wir dir auch noch kurz zeigen. Also damit du generell mal weißt, wir sind halt die Wasserkrieger. Wir sind halt so ein bisschen für Gerechtigkeit und so hier, dass wenn so Sachen wie gerade passieren, dass einfach wieder auf neue gegangen wird, dass wir denen halt helfen. Mhm. Aber geil. Wir sind gerade hier noch im Projekt Base. Also das dauert noch ein klein bisschen, weil wir das Wasser noch wegmachen müssen. Ja. Und Projekt Loch. Vor das alles hier auszuheben. Ja. Also eine Hälfte haben wir jetzt schon fast, ne? Ich glaube, die Seite geht nicht mehr weit. Nee, die geht nicht mehr weit. Wir haben schon relativ viel geschafft. Aber hier, genau wo ich jetzt stehe, das hier ist die Mitte. Also hier rüber geht's nochmal genauso lang. Eieiei. Ja. Das kann euch helfen. Bauen kann ich wenigstens. Und abbauen. Ja, das passt perfekt. Guck mal, ich kann PvP. Flausch, ich kann super bauen. Du kannst beides. Und der Vive ist der Vive. Prof. Hey! Achso, ja. Achso, ja, stimmt. Boah, nee, also, gerne. Klar, wäre cool, wenn du helfen kannst. Sehr gerne in der Zeit. Boah, nice. Also wir suchen was soll ich machen? Ich fange direkt an, Leute. Oh. Motiviert dich. Ganz schön übermotiviert. Warte, das sieht nicht schön aus. Also ich glaube, da kann dir Flauschi oder Ami besser weiterhelfen als ich. Ich bin mehr so... Ich bin Flauschi ist unsere Bauprojektmeisterin. Also ich würde sagen, Flauschi ist unsere Bauprojektmeisterin. Also wenn es ums Bauen geht, ich bin Bauleiterin hier. Ja. Am Bau. Die Wasserkrieger Bauleitung. Werden hier die Fäuste blutig abbauen. Ja. Und wenn du Materialien brauchst, dann einfach genau in die Richtung geradeaus ist meine Farminsel. Ah, Eisen, okay. Bambus. Da kommen wir einfach kurz hin, oder? Ja, wer ist das da oben? Ja, warte ganz kurz. Ist einer da? Finski hilft uns. Ah, okay. Nee, keine Sorge. Ganz kurz, drop mir mal bitte deine Rüstung. Ich will nur gerade einmal sehen, was du für eine Rüstung hast. Die ist tipptopp. Okay, schau mal, wie tipptopp die ist. Ja, du hast keine Verzauberung. Aber du musst nur meinen Bogen sehen, der ist richtig krass. Pass auf, das ist nicht mein Charted, nix. Der ist auch clean. Der Bogen ist... Der ist clean, oder? Guck mal, Amir, guck mal. Der ist krass verzaubert. Ich sag dir ehrlich, der ist stärker als mein Bogen. Der ist übel krass, ne? Ja, hier, bitteschön. Okay. Ja, darum kümmern wir uns ein bisschen. Und, ja, ich werde dir mal eine neue Rüstung machen, glaube ich. Oha. Ich werde Matherite besorgen. Wow, okay, Vollgas dann. Da muss ich eine richtige Rüstung machen. Ich hab Verzauberung schon alle geholt. Die sind schon unten in den Kisten drin. Ich hab, glaube ich, so 8 mal Schutz 4, 8 mal Schärfe und so. Okay, für Finski hätten wir eigentlich auch noch geplant. Aber ja, passt, machen wir. Safe. Ja, 8 mal 2 mal 2. Ja, okay. Ja, dann machen wir das so. 8 mal 2. Ich bin nur Bauleiterin, keine Mathe und Deutsch kann ich auch nicht. Ja, das stimmt. Perfekt. Naja, du brauchst auf jeden Fall eine bessere Rüstung, sonst bist du echt One-Hit, weil die haben wirklich Stärke 5 Schwerter und keine Ahnung was, das macht echt keinen Sinn. Bögen. Ja, Bögen, genau, Bögen auch. Alter, krasse Schuhe. Geile Stilettos, die haben... Fresh. Aber die sind echt krass verzaubert. Da hab ich jetzt nicht gelogen. Oha, Federfall 3. Gut, die sind halt, wenn du einmal runterfällst, kaputt, aber ansonsten sind die cool. Ja, du hast ja gar nichts mehr drauf, die sind schon, da ist gar kein Leben mehr. Ja, egal. Das passt schon. Wir machen hier was Neues. Sollen wir noch einmal gerade zur Farminsel? Ja, dann komm, dann zeige ich dir kurz die Farminsel. Mal. Okay, dann komm einfach mit uns. Hast du überhaupt einen Dreizack, wo du dich schnell bewegen kannst? Nein. Nee, warte, ich leide einen aus. Warte, wo ist sie? Hier, und kannst dich schnell bewegen. Oha. Davon habe ich noch welche. Nein, der Feder! Aua, muss aufpassen. Alles easy, Leute. Ich habe meine Federfallboots. Ja, mach's lieber mit Wasser einmal noch. Ja, ich hab einen. Den hab ich dabei. Ja, gut. Du weißt, Mortal MG. Dann let's go, oder? Guck mal, hier können wir hochgehen. Hallo. Ach, da ist die Erde. Flauschi ist schon mal da. Da kommt. Flauschi ist da. Hallo, Freunde. So, hier hoch. Hallo. Ich muss mich noch von meinem Sturz erholen. Ja, passt. Die Knöchel gebrochen. Voll ungebrüchlich. Wo bleibt der Vive eigentlich die ganze Zeit? Ist... Oh. Ja, ist okay, warte. Amir, komm mal ganz kurz. Eine Sache. Ja. Und zwar, Bro, sollen wir ihren Totem und einen Enderperlen geben, dass falls sie angegriffen wird und keiner da ist, dass sie überlebt? Ja, okay. Das ist unsere Schatz. So. Okay. Schau mal ganz kurz noch, Elina. Hm? Einfach, es wird 100% passieren, dass sie dich irgendwie angreifen, wenn wir nicht da sind. Damit du aber dann auch schon mal abhauen kannst, tu dir den mal in deinen Slot, wo das Schild hinkommt. Ja.
und nimm mal ein Stack Enderperlen. Und im Notfall, wenn die dich angreifen, hau einfach nur ab. Probier nicht zu kämpfen, hau einfach nur ab. Du hast einen Dreizack im Wasser, da kannst du sagen, kriegen die dich auf gar keinen Fall. Genau. Wichtig ist, ins Wasser kommen. Schreib uns immer, egal wann, auch privat so, wir kommen direkt rein und helfen dir dann wieder. Aber ich, also wirklich, wenn die jetzt nochmal angreifen, dann ist vorbei. Dann ist Krieg auf. Dann machen wir Krieg. Dann ist vorbei. Ja. Dann bist du vernichtet. Gegen den Alpha-Clan. Ja. Wer gehört denn auch alles zum Alpha-Clan? Boah, ich glaube nur Alpha-Stein und Ente. Und Lumex. Nee, Yami war auf jeden Fall auch noch dabei, oder? Yami macht Lumex auch wurde Ärger. Rausgeschmissen. Lumex wurde rausgeschmissen. Okay, aber Lumex... Krass, egal, merk dir einfach, sobald einer mit dir kämpfen will, einfach abhauen, bis du eine Rüstung hast. Mhm, okay. Ich glaube, keiner auf der YouTube-Insel will einfach so kämpfen. Also wenn, echt immer nur der Alpha-Clan. Die machen immer Stress, immer. Die hören auch nie auf. Das ist leider... So da haben Weif und ich unsere Erfahrung schon mit. Ja. Wir hatten schon mal eine ganze Base hops genommen, mir alles geklaut und also es ist wirklich Katastrophe. Musst du auf der YouTube-Insel 1 5 Häuser bauen, weil der mal mein Haus gesprengt hat. Das ist so Ja. Oh, Alpha-Clan. Aber gut, hier, Farminsel, herzlich willkommen. Hier kannst du einmal Wolle dir immer holen. Ist ein automatisch Wolle-Ding. Ja gut, hier sind Kakteen. Hier habe ich so diesen automatischen, also ein bisschen brennen kannst du hier. Ist immer gut Lava drin. Oha. Wenn du irgendwas schnell brennen willst. Immer in die oberen Kisten kommen die Rohstoffe zum Brennen und in die unteren das Fuel. Alter, crazy. Ja, hier kannst du, wenn du Essen oder so brauchst, hier sind Weizen und so drin, kannst du die vermehren und dann kannst du die alle schlachten. Wenn es sein muss. Dann haben wir noch eine Eisenfarm. Das ist meine. Hier ist meine. Süß. Hier ist unsere Eisenfarm. Hier unten kannst du auch ein bisschen, wenn du ein bisschen Eisen brauchst, kannst du gerne ein bisschen was holen. Hier rein. Genau. Das ist ja Wasser. Nee, keine Sorge. Nee, jetzt rein. Hier sterben die ganzen Golems, hier kannst du dir ein bisschen Eisen rausholen. Unten ist meistens das Eisen drin, oben geht das immer nur durch. Wenn du was brauchst. Und wenn du Holz brauchst. So sieht's aus. Wenn du Holz brauchst, haben wir nochmal eine Bambusfarm. Warte. Einmal hier hochschwimmen. Stimmt! Oh mein Gott, ich hab von euch. Also ich hab's nicht geklaut. Ich hab's wirklich auf dem Boden gefunden. Ich bin hier vorbeigegangen, hab Bambus eingesammelt und das ist der einzige Bambus, den ich habe. Ja, Bambus schmeiß ich immer weg, ich hab zu viel davon. Guck hier, dann müssen wir, dafür müssen wir ein Stückchen rüber gehen. Also die Insel mache ich über meine automatischen Farmen drauf. Okay. So. Und zwar, wenn du hier, kannst du reingucken. Das ist eine richtig krasse Maschine. Fällt hier drauf und das guck rein. Das ist echt krass. Ja. Was ist das hier? Das ist ein Hubbau. Also er läuft die ganze Zeit hin und zurück und baut ab damit immer. Alter. Ja. Das ist schon. Und dann, wenn du hier runter gehst. Unser Redstone-Experte. Ja, mehr oder weniger. So gut bin ich ja dann auch nicht. Richtig. Hier kannst du runtergehen und den Bambus, wenn du was brauchst, kannst du holen. Ach so. Da sind gerade, glaube ich, irgendwie um die 10 oder 10 Double Chests voll mit. Ich glaube sogar mehr. Ja. Easy. Ja, genau. Und unsere Dreizackfarm da oben noch. Ah ja, stimmt. Haben wir auch noch. Ja. Wenn du hochgehst, da kommen diese Wasserzombies. So viele Farben inzwischen. Das ist krass. Wow. Ja, okay, wenn du irgendwas brauchst, bedien dich. Und eine Guardian Farm haben wir auch noch. Kann einen Cobblestone-Generator bauen. Alter. Ah, meinst du vollautomatischen oder meinst du zum Abbauen? Ja, zum Abbauen. Den habe ich auch da drüben. Ach so. Aber du kannst auch einbauen, wenn du willst. Du kannst auch gerne einbauen, damit ich um einer bedeckt ist. Nein, alles gut. Hier habe ich noch ein Lava-Ding. Ich glaube wirklich, wenn ich so im Namen von allen reden kann, am meisten würdest du uns helfen, wenn du echt ein bisschen Zeit und Lust hast, echt hinten bei der Base ein bisschen halt mitzuhelfen generell. Check, Leute. Das wäre sehr, sehr cool. Das Ding cool. Fertig. Die Akkordelina, Alter. Ich kann so die ganze Nacht kann ich Blöcke abbauen und hinbauen und zack. Das ist krass. Dazu sagen wir nicht nein. Ja, wie gesagt, hier hast du alles. Wir machen hier noch eine kleine Rüstung fertig dann. Eine kleine. Ja, OP-Rüstung. Eine kleine Full Netherite verzauberte Rüstung. Ja, eine kleine halt, ne? Ja, meine Rüstung ist auch Netherite jetzt schon. Okay. Ja, easy. Armin, sollen wir Rüstung machen gehen? Sollen wir einmal rüber? Ja, wir können rüber. Und wir fangen dann schon mal an. Okay. Flauschi, du kümmerst dich um Elina? Ja, ich zeig dir jetzt das Loch. Alles klar. Loch. Und auch ganz kurz, Elina, wenn du Essen, irgendwas brauchst, hier in den Kisten ist meistens eigentlich alles drin. Also kannst du, denke ich mal, ist okay für alle, oder? Ja, dass ihr einfach mal rausholt. Ja. Ihr seid so nett. Ich habe eine Frage. Bin ich jetzt offiziell schon Mitglied der Wasserkrieger oder muss ich mich noch bewerben oder
Boah, also ich sag mal, wie es normal ist bei uns. Also wir nehmen eigentlich nie direkt Wasserkrieger an. Mhm. So, das hatten wir damals schon mal mit Himmelskrieger, sondern die Leute müssen sich erstmal beweisen, dass dass sie überhaupt dazugehören wollen, weil keine Ahnung, es gibt immer viele, wir können uns halt zu 100% vertrauen, aber wir kennen uns jetzt ja noch nicht so krass lange. Aber wenn wir sehen zum Beispiel jetzt, boah, die hilft voll beim Bauen oder die ist voll am Start und keine Ahnung, dann können wir da übelst gerne drüber reden. Also, denke ich, oder? Was sagt ihr? Ja. Ich weiß, wie meine Meinung ist. Das haben wir ja seit Tag 1 so gemacht. Ja. Okay, Leute, ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, aber was auf jeden Fall, auch wenn du jetzt, wenn du jetzt kein offizieller Wasserkrieger bist, aber du stehst gerade auf jeden Fall unter Schutz. Also, wenn Alpha Stern irgendwas macht, wir stehen, wir sind dein Rücken. Wir hauen den Platz! Wir machen den Platz! Ich war voilà. Halt drauf. Du hast Flausch hier zurück, glaub mir. Das hört hier alles. Bam, bam, bam. Den werden wir uns schnappen, so oder so. Gut. Ja. Wir gehen rüber. Okay, Leute. Okay, vielen Dank. Kein Ding. Dank, wenn irgendwas draus schreibt. Ne? Warte. Ami, Lukas, kommt nochmal kurz her. Okay, einen Moment gerade, Elina. Können wir denn Elina schon die Geheimbase zeigen? Boah, oder noch nicht? Noch nicht. Also, okay, das Ding ist, sie ist super lieb, aber trotzdem, wir kennen sie noch nicht so krass. Ich glaube, Geheimbase ist noch too much. Vive, gib mir eine Minute, ich komme sofort. Ja, easy. Okay, Freunde, wir gehen jetzt die Rüstung für Elina machen. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare. Glaubt ihr, sie wäre ein gutes Mitglied? Aber auf jeden Fall eins ist sicher, wir helfen ihr, Leute, weil Alpha Stein übertreibt gerade wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt Leute aber in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Amir. Ciao.